Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Odin mal shoppen. Es ist nicht so viel zusammengekommen und ist jetzt eigentlich auch nur wichtige Zeug, aber trotzdem. Wo habe ich es denn jetzt? Ach, hier hinten. Mein Wäscheständer ist kaputt gegangen. Deswegen hier so einen neuen Wäscheständer. XXL. Zum Ausklappen. Die haben die auch noch, wo du dann an der Seite rausziehen kannst. Die finde ich aber nicht so toll. So, kann man vielleicht besser sehen. Und den brauche ich halt. Weil, wie gesagt, meiner ist bei der Innenseite der Arm, das Plaste so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen groß angebrochen. Da den Arm kann man schon nicht mehr benutzen, weil wenn man drauf hängt, dann, naja, hängt er durch und ist kurz vorm Abbrechen. Jetzt habe ich den neuen und den alten Weg trotzdem behalten. Auch wenn ich da nur also den Seitenarm jetzt nicht nehmen kann, ist nicht schlimm. Als Zweitständer passt das super. Dann habe ich für meine Mutter bei Amazon eine japanische Säge geholt für den Garten. Wenn ich ihr da ein paar alte Bäume, also nicht komplette Bäume, sondern ein paar vertrocknete Äste absägen muss. Ich zeige euch das. Die hat natürlich meine Mutter schon da, die Säge. Oh, mit der neuen App, man kommt man hier nicht zurecht. Ganz furchtbar. Er steht auch wieder auf irgendeiner anderen Sprache hier. Englisch. Irgendwie stellt sich die Sprache von meiner Amazon-App hier immer wieder um. Angebote, Prime, Küche, Kundenservice. Meine Bestellungen. Das ist jetzt so ein dicker Knubbel von Knopf. Ja, so, und einmal habe ich halt diese hier gekauft. Das mache ich, mach mal die Helligkeit runter. Weil sonst könnt ihr das wieder nicht sehen. So, das ist hier so eine japanische Säge. Die kann man auch zusammenklappen. So eine Tüte mit bei. Die ist, wenn sie zusammengeklappt ist, etwa so. Und naja, wenn sie ausgeklappt ist, halt so. Macht sich ganz gut. Habe hier schon ein paar Äste da vom alten Kirschbaum abgemacht und so. Nee, Apfelbaum. Dann habe ich noch was geholt. Das habe ich jetzt hier, aber das habe ich hier liegen. Ich habe aber noch vorige Woche bei den 99 Cent Aktionen habe ich vier Filme gekauft. Hot Summer Night, werde ich euch unten drunter verlinken. Hot Summer Night, Iron Mask, Willy's Wonderland, den habe ich schon geguckt, mit Nicolas Cage, der ist ab 18 oder 16. Da ist irgendwelche mit irgendwelchen Horrorfiguren und so. Und er muss da putzen und ja, richtig krass, richtig cool gemacht. Also, den hatte ich gar nicht auf meinem Bildschirm, aber der ist cool gemacht. Der göttliche Andere. Das soll was Lustiges sein, da soll wohl Gott auf den Typen eifersüchtig sein. Iron Mask, das ist. Oh, da habe ich mir den Trailer angeguckt. Der hat eine eiserne Maske an, aber ist nicht der Bruder des französischen Königs. Hat irgendwie mit 80 Tagen um eine Welt und alles ein bisschen verworren da von verschiedenen Geschichten, aber sah ganz geil aus, so für 99 Cent. Und Hot Summer Night. Was war Hot Summer Night? Habe ich gar keine Ahnung mehr. Weiß ich nicht. So, das Schaukelpferd hatte ich euch ja schon gezeigt. Dann habe ich ein Nicer Dicer Set geholt, weil unser kaputt gegangen ist. Für 59 Euro. Das zeige ich euch als erstes, weil das viele Teile sind.
Wartet mal. Mache euch mal kurz nach unten, damit ihr so ein bisschen was seht. So, das ist einmal. Ich lege das erstmal alles hier so hin, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt. Das ist ein komplettes Teil. So. Und. So, dann haben wir hier noch den Deckel. Dann haben wir das. Und hier so Kleinteile. Ich zeige euch erstmal das erste. Also da sind mehrere Sachen drin. Wie gesagt, zwei so eine Schalen sind drin und halt Einzelteile. Bei der ersten, die ich euch jetzt hier zeige, da könnt ihr dann halt hier so eine Kurbel drauf machen. Die ist mit bei. Könnt ihr, man muss dann natürlich ein bisschen zuhalten. Ihr könnt hier so drehen. Dann habt ihr da verschiedene Messer in verschiedenen Höhen. Dann könnt ihr halt Zwiebeln oder was weiß ich klein machen. Ihr könnt es aber natürlich hier auch aushaken. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Und dann könnt ihr das drauf machen. Das ist was Kleineres. Ja, das ist, wartet mal. Hier unten haben wir dann was zum Stellen. So, dann könnt ihr das hier runter machen. So. Mit dem einen Hebel geht das Ganze nach unten. Mit dem anderen kommen hier die Klingen raus. Seht ihr die? Da. Zum Hobeln und was weiß ich alles. Hat sich meine Frau schon immer so gewünscht, so ein nicer, dicer Set. So, dann stellen wir das mal kurz zur Seite. Das sind nämlich die dafür. Und, warte, das war dafür, genau, das kommt dann noch dran. Und hier haben wir dann nochmal so ein nicer, dicer Set. Also das sind 24 in 1. Die klappt man so zusammen und hier oben, da kommt dann praktisch diese Klappe hier rein, die jetzt abgewaschen ist. Ich werde die jetzt nicht mal nicht reinmachen, sonst kriegst du wieder nicht raus. Und, aber so kann ich euch das halt natürlich am besten zeigen. Hier unten hat man dann... So, hier hat man dann noch so ein... Warte mal, krieg ich das so... Hier hat man dann so ein Stempelkissen sozusagen mit drin. Das kann man hier auch, hat so ein Plaste. Das kann man hier auch rausmachen. Und dadurch kommt von ganz unten, kann man den ganzen Dreck abmachen. Und wenn es sauber ist, macht man das einfach wieder rauf. Oh, falsch. Ich muss so machen. So. Und beim nächsten Mal benutzen, kann man dann wieder dann halt den Dreck nach oben schieben. So. Und man kann auch mit zwei verschiedenen Größen arbeiten. Weil hier fehlt ein. Okay, hier fehlt noch ein Ding, was man hier reinmacht. Das finde ich jetzt gerade nicht. Das ist hier. So. Da kann man dann das hier reinmachen. So. Und dann kann man halt große Würfel, kleine Würfel oder Stangen machen. Auch für Pommes zum Beispiel geeignet. So, dann kann man aber auch noch größere machen. Ich halte euch die verschiedenen Größen mal so ran, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Die sind gleich groß. Hier könnt ihr dann halt drin machen und könnt gleich große Stücken machen. Hier sind es halt verschiedene Größen. Ich mache mal so die Hände davor, da sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Dann haben wir auch was für Spiralen. Für Halbkreis, Viertel und Halb. Wenn man jetzt Apfel nicht, aber Tomate oder irgendwas machen möchte, dann einmal noch so ein Ersatzteil zum Reinsetzen. So, dann können wir das auch mal wegmachen. Dann haben wir noch für, wenn man jetzt mit dem Hobelteil machen will, so ein Teil, wo man dann halt hier so an der Seite vernünftig festhalten kann. Und hier macht man dann eine Zwiebel drin und dann, oder natürlich ich, und dann drückt sich das immer nach und nach vorne und man kann hier schön vernünftig festhalten. Man braucht nicht Angst haben, dass man sich die Hände verletzt. Da, ach nee, hier ist es doch, ist noch hier. So, dann haben wir noch ein Teil, was wir so raufsetzen können. So. Ach, hier ist auch nochmal so ein,
ein Teil zum Antiverletzen. Ne? Haben einen Gurk gemacht. Und dann haben wir hier noch so ein Teil, was wir raufsetzen können. Das ist ein Spiralschneider. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da unten da. Ne? Das kann man auch auseinandernehmen. Kann man alles super, super sauber machen. Ist gut verarbeitet. Und dann hat man auch hier zum Beispiel noch so ein anderes Ding, was man reinmachen kann. Mit Wellenmuster und so. Und das ist dann halt der Stempel, also das Stempelkissen für hier, wenn man dann halt so halbkreisam und das Dings machen will. Ja, das ist dann auch so abgebogen, damit man das Obst nicht kaputt macht. So, dann kann man dann hier so machen und dann machst du das dann rein und drehst das und dann hältst du dann halt, wenn es dann kurz vor Ende ist, die Gurke, dann sie so festhalten und halt verletzt dich nicht und man kriegt dann halt Spiralen hin. Hat mir eine Frau sich schon einmal gewünscht. Jetzt hat sie das. So, jetzt aber erstmal wieder hier alles vernünftig zusammenpacken. Ich habe das jetzt erstmal in die Packung hier gemacht. Weil es sich so am besten transportiert hat für das Küchenzeug, also für den Kühlschrank, für meine Kühlschrankboxen eigentlich. Ach, und so einen Deckel haben wir noch mit bei, dass wenn ihr Kartoffeln oder so gemacht habt, könnt ihr das vernünftig zumachen auf vier Seiten mit Gummi ringsherum und dann könnt ihr das in den Kühlschrank packen, für Salat jetzt zum Beispiel oder so. Das ist eine ganz coole Angelegenheit. Und hat mich jetzt, wie gesagt, 54 Euro gekostet. Ein 24-teiliges Set. Jo. Und die anderen haben alle um die 45, 49, 34 gekostet. Und da dachte ich, weil wir brauchen noch wieder so was Neues zum Schneiden und so. Ja, denn die 10 Euro mehr und dann hast du 24 anstatt 15 Teile. Naja. So, dann, das haben wir zwar nicht gekauft, das ist von Oma. Das Huawei P30 Lite. Und Panzerglas für die Kleine. Das hat ist Omas gebrauchtes Handy, ihr altes Handy. Und nicht für die Kleine, für die Große. Ja, dann hat mir ein Klebeband gefehlt. Habe ich mir dann, hatten so ein Angebot. Für 1 Euro noch was, habe ich mir gleich drei so ein Pack geholt, drei große Rollen drin. Und jetzt das, worauf ihr, denke ich, immer am meisten gewartet habt. Das kam gestern, also das kam vorgestern schon, das kam gestern. Meine M2 SSD für die PS5. Das ist eine Western Digital. Also Western Digital Black, also WD Black. SN 850 oder so? Ja, SN 850. Ohne Kühlkörper. Mit 2 Terabyte. 7000 Geschwindigkeit. Ja. Mit Kühlkörper kosten sie über 100 Euro mehr. Ich habe mich für ohne Kühlkörper entschieden. Und habe mir dafür den Kühlkörper von Be Quiet geholt. Ich habe ja viele Be Quiet Produkte im PC verbaut, war damit bis jetzt immer sehr zufrieden und habe mir dann den MC1 geholt. Den werdet da dann in dementsprechenden Video noch sehen. Da werde ich gleich ein Video machen, wie ich den zusammenbauen werde, die Karte und auch wie ich den Kühlkörper montieren werde. MC1, wichtig, gibt nämlich 2 Modelle, MC1, passt rein. Und die Klappe kriegt ihr zu von der PlayStation, von dem SSD-Laufwerk, also die Metallklappe oben drüber. MC1 Pro ist ein Stück höher. Da ist nochmal extra Kupferrohre drin, damit nochmal ein bisschen mehr Wärme abgegeben wird. Da passt nicht richtig in die PlayStation, da kriegt ihr dann das Silberne oben nicht zu. MC1 müsst ihr nehmen. Ich werde euch noch nach dem MC1 noch einen anderen Kühlkörper reinpacken, den hat der Blue sich gekauft
Und ich glaube, Edampf hat den auch gekauft. Grüße an Blue und Edampf. Der ist, oh, ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit E war das. Und Blue hat gemessen. Ne, Blue hat ein Video gesehen. Da hat einer den gleichen und wie er und Edampf. Und da wird der Kühlkörper nicht mehr unter Volllast nicht wärmer als 40 Grad. Also hat eine gute Wärmeableitung. Bei meinem weiß ich nicht. Hab noch nichts gesehen dazu. Ich weiß nur, dass einige den so in der Kombi benutzen, wie ich ihn hier habe. Also muss es ja was haben. Be Quiet wirbt auf der Webseite beim M1. Ich packe euch mal die Be Quiet-Webseite mit rein, direkt zum MC1. Da steht direkt geeignet für PS5. Beim MC1 Pro steht das nicht da. Und ja, Western Digital wirbt ja auch dafür, dass es für die PlayStation geeignet ist. Und ja, ist eine gute Kombi, was ich nur von Bekannten und so erfahren habe und durch Videos, dass das der Speicher ist, der wohl am besten kompatibel ist mit der PS5. Die Samsung Evo 980 Pro, ich hoffe, ich habe die jetzt richtig im Kopf gehabt, funktioniert auch mit der PS5, soll auch sehr gut sein, aber in einigen Foren vermehren sich die Nachrichten, dass es nicht mit jeder PS5 läuft, der Evo. Bei der Western Digital habe ich davon noch nichts gelesen. Ich will jetzt nicht Samsung schlecht machen. Samsung ist eine gute Firma. Der Evo ist auch gut. Auch im Vergleich mit der Geschwindigkeit ist es sehr gut. Aber ich wollte euch nur darüber informieren. Wenn ich das weiß, dann sage ich euch das natürlich. Und ich habe es halt in einigen Foren gelesen, dass nicht bei jeder PlayStation der Evo Samsung, nee, Samsung Evo 980 Pro kompatibel ist. Das möge denn mit dem nächsten Update, vollen Update oder nächsten Beta-Update behoben werden, kann sein. In meisten Fällen ist er auch kompatibel, aber ich will es euch halt nicht verschweigen. Deswegen habe ich mich halt für Western Digital entschieden. Und dann würde ich sagen, den werden wir auch gleich einbauen in die PS5. Ich muss dann hier noch ein bisschen Platz schaffen und das Zeug wieder in die Küche zurückbringen. Und dann werde ich das gleich einbauen. Das Einbauvideo werdet ihr natürlich, wenn alles gut geht, vor dem Shopping-Video sehen. Das Shopping-Video werde ich, was ich hier gerade aufnehme, werde ich zum Sonntag hin planen, wenn alles gut geht. Und das, wenn alles gut geht, kommt dann am Samstag, also morgen schon online. Kann aber sein, dass das erst Montag kommt und das Shopping-Video Sonntag oder beidet hintereinander. Wie ich schaffe. Ich gebe mir Mühe. So, nichtsdestotrotz, wartet jetzt. Also war jetzt nichts Großes. Habt ihr gesehen. Nur ein bisschen für den Hausbedarf. Kleine Sachen, dann kam noch Pflaster dazu und so. So kleine Sachen, aber weil die Kleine klebt sich momentan sehr gerne mit Pflastern. So, nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.